Konstantin von Notz, Ihre Hobbys sind tatsächlich Pilze sammeln, angeln. Sie haben Ihren Fischerschein gemacht letztes Jahr? Ja, letztes Jahr. Und Sie haben früher Telefonkarten gesammelt. Sind Sie sicher, dass Sie bei den Grünen sind und nicht bei der FDP oder der CDU? Ich wusste jetzt nicht, dass die FDP Telefonkarten sammelt. Das war aber in den 90ern, haben das merkwürdige Mensch. Was sind Sie für ein Jahrgang, sagen Sie mal? 71. 71, 10 Jahre älter als ich. Aber ich habe auch noch Telefonkarten mitbekommen. Das wissen die Jüngeren ja gar nicht mehr. Ab früher gab es keine Handys. Liebe Jüngere, herzlich willkommen im Internet. Das ist, meine Damen und Herren, unser Gast heute Abend im Neo-Magazin Royal. Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, Konstantin von Notz im Bundestag. Schön, dass Sie da sind. Und eine Sache kann ich schon verraten. Sie haben mir diesen kleinen Wobblehead hier mitgebracht aus Amerika. Das ist wirklich tatsächlich ein tolles Geschenk. Vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne. Donald Trump ist bei uns in der Redaktion auch ein Thema, bei Ihnen politisch natürlich auch. Wann waren Sie das letzte Mal in Amerika? Vor ein paar Monaten. Ich glaube, so 3-4 Monate vor den Wahlen. Was hören Sie von Ihren amerikanischen Kollegen oder den Menschen, die Sie in Amerika kennen, wie sich die Stimmung verändert hat nach der Wahl? Ja, es ist grauenvoll und man kann sich das, glaube ich, so vorstellen, als würde wer bei uns Abby Tust oder dieser Boxpromoter oder so jemand, Dieter Bohlen ist vielleicht, Bundespräsident geworden und wird jetzt halt da rumholzen in Bellevue. Das empfinden viele in den USA als maximal schrecklich, aber jetzt ist es erstmal so. Kennen Sie jemanden in Deutschland, in der deutschen Bundespolitik, der das gut findet? Horst Seehofer. Ja, er hat es kurz gut gefunden. Ja, der hat gesagt, das wäre ganz toll, der würde so wunderbar unverschwurbelt sprechen und die Sachen so direkt ansprechen. Und also insofern bei der CSU steht der hoch im Kurs und ist ja auch gleich eingeladen worden, glaube ich. Ist, glaube ich, nicht gekommen. Er geht, glaube ich, selten und ungern in andere Länder und überhaupt raus aus dem Weißen Haus. Und wenn, dann spielt er Golf. Ich glaube, mittlerweile 18 Mal in den letzten 81 Tagen oder in den letzten 85 Tagen hat er Golf gespielt. Wäre auch unvorstellbar in Deutschland sowas, oder? Ja. Ja, ich meine, es ist ja sowieso schwer zu begreifen, wenn man den Job überhaupt machen kann, physisch und psychisch. Moment, was wollen Sie denn sagen? Meinen Sie, dass der Präsident der Vereinigten Staaten ein oranger Psychopath ist, der gesteuert wird von einem besoffenen Nazi? Oder der zumindest nicht in der Lage ist, das psychisch hinzukriegen? Intelligenzmäßig? Oder? Naja, man fragt sich ja wirklich, wie das geht in diesem Politiksystem, wo ja viel stärker noch als bei uns wirklich alles auf eine Person ausgerichtet ist. Und jemand mit solchen Kompetenzen ausgestattet ist. Jetzt der Obama hat das gut hinbekommen und ich fand ja auch immer Clinton auch. Aber es ist natürlich krass und jetzt hat man da diesen Immobilienhai da hingesetzt und der macht jetzt dementsprechende Politik hier. Sie sind grüner Bundespolitiker und haben sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, die Realos und Fundis in Ihrer Partei zusammenzubekommen. Sind Sie sicher, dass Sie das noch lange machen wollen bei den Grünen und vielleicht eventuell demnächst einfach in die SPD direkt eintreten, ist doch sonst zu hart, oder? Wie die SPD hat, glaube ich, 5 Glaubensrichtungen, das ist noch viel grauenvoller. Bei uns ist es manchmal auch wirklich anstrengend, aber am Ende des Tages sortieren sich eben viele Parteien in so Sparten auf, um irgendwie Mehrheiten auch zu organisieren. Mhm. Die Union in Landesgruppen, bei 311 Abgeordneten ist das auch die Hölle, alle gegen NRW. Und und bei uns gibt es halt Realos und Fundis, aber ich würde behaupten, die spielen tatsächlich nicht mehr die Rolle. Und wenn Sie mit jüngeren Grünen sprechen, dann ist das auch keine scharf gestellte ideologische Diskussion bei uns. Ja, glauben Sie denn, dass man mit so populären Forderungen oder zumindest Forderungen, mit denen man schnell in die einschlägigen Medien kommt, wie Veggie Day oder also diese klassischen grünen Dinger, die in den Ruf als Verbotspartei eingebracht haben, dass man mit solchen Dingern noch punkten kann? Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, das Bedürfnis bei vielen Leuten nach ernsthafter Politik ist groß. Also klar, ja, es gibt die AfD und es gibt die Aufmerksamkeitszyklen und Fake News und so weiter. Aber ich glaube, dass es im Kern in unserer Gesellschaft bei einer relevanten Anzahl von Leuten ein sehr ernstes Bedürfnis gibt, in ernsten Zeiten ernste Politik zu bekommen. Und dafür haben wir, glaube ich, ein gutes Angebot, das zu machen. Und wie gesagt, wenn Sie sich die großkoalitionären Mechanismen anschauen im Parlament, dann ist das einfach schlecht, wenn man nach Österreich guckt, wo eben über Jahre und Jahre und Jahre die Große Koalition sich das Land aufgeteilt hat. Hier ist es jetzt die zweite in 12 Jahren, also 8 Jahre Große Koalition in Deutschland. Das ist nicht gut und da muss ein bisschen Bewegung reinkommen. Und das
muss man die nächsten 6 Monate versuchen, mit den Leuten zu diskutieren. Und dann entscheiden die, und das ist ja das Schöne in der Demokratie, am Ende kommt das, was man bestellt. Und das hat man gar nicht so final in der Hand. Wie verstehen Sie sich eigentlich mit Christian Lindner? Den kenne ich persönlich gar nicht. Aber ich... Ich hatte immer ein ganz gut, ja, also... Was, wie? Nee, ist eine ganz, ganz normale, unverfängliche Frage, ja. Das kann man doch beantworten. Ja. Also ob man sich jetzt eigentlich sympathisch ist. Fand ich ihn so ganz sympathisch. Ich finde jetzt so, aber vielleicht ist das auch der Wahlkampf und die Zuspitzung, ich will ihm jetzt nichts Böses tun. Aber es gibt auch bei der FDP nette Leute. Ich bin ja die zwei, wirklich. Sie trauen sich was, hui, hui, hui. Ganz krass. Ich bin in der 2. Legislatur im Bundestag und in der 1. war die FDP ja da, damals noch mit 14, irgendwas Prozent. Die ersten Wochen hatten die so viel Kraft, die konnten gar nicht laufen. Aber wenn man jetzt die Bürgerrechtspolitik anguckt oder auch in der Netzpolitik, die ich viel mache, da gibt es durchaus Überschneidungen und da kann man auch an manchen Stellen zusammenarbeiten. Mehr heute Abend mit Konstantin von Notz. Hashtag der Woche lautet hihihi Eier. Apropos Eier. Das ist ja ein Riesenaufstieg für Peter Tauber gewesen, sich jetzt endlich um den viele sagen, er wurde enteiert von der Kanzlerin, aber er macht jetzt den Haustürwahlkampf der CDU und ist glaube ich, damit machtpolitisch über Peter Altmaier. Oder wie sehen Sie das? Ja, was haben Sie so für Schwingungen aus dem Konrad-Adenauer-Haus mitbekommen? Ich finde es vor allen Dingen Heck, dass man jetzt versucht, eben im Bundeskanzleramt direkt den Wahlkampf zu organisieren. Das zeigt aber, was Macht mit Leuten macht. Wenn man nämlich 12 Jahre lang sozusagen immer aus dem Bundeskanzleramt die Welt betrachtet, dann denkt man irgendwie, alles gehört einem und das gehört der CDU. Ja? Mhm. Und dann versucht man eben den Bundestagswahlkampf aus dem Bundeskanzleramt zu organisieren. Ich glaube, dass das keine gute Idee ist, dass sich damit auch Peter Altmaier sehr angreifbar machen wird in diesem zugespitzten Wahlkampf, den wir auf jeden Fall bekommen werden. Und deswegen, ich würde eher abraten, aber am Ende des Tages tragen die Verantwortung für das, was sie machen. Ja? Man weiß es nicht, meine Damen und Herren. Heute Abend Konstantin von Notz im Neo-Magazin Royal. Es gibt Neuigkeiten zum Platz 7 der deutschen Singlecharts. Welcher Song das ist, verraten wir noch nicht. Das erfahren Sie heute Abend um 20.15 Uhr in der ZDF-Mediathek. Um 22.15 Uhr sind wir in ZDF Neo zu sehen. Und morgen natürlich wie immer Primetime 4.05 Uhr im Hauptprogramm des ZDF zur besten Fernsehzeit. Schalten Sie ein. Bis dann.